Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video rund um das Thema LED-Streifen. Ich habe in diesem Video hier oben ja schon einmal gezeigt, was man mit LED-Streifen so alles machen kann. Und dabei kamen einige Fragen auf, wie zum Beispiel, was mache ich eigentlich, wenn ich noch ein Reststück von LED-Streifen habe? Oder kann ich mit einer Fernbedienung mehrere LED-Streifen steuern? Oder was soll ich eigentlich machen, wenn die Steckdose in der einen Ecke vom Raum ist, die LED-Streifen aber in die ganz andere montiert werden sollen? All das möchte ich heute in diesem Video klären. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare und alles, was ihr zum Nachbauen braucht, findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Also, viel Spaß dabei! Der klassische Aufbau von LED-Streifen sieht wie folgt aus, dass man erst ein Netzkabel hat, danach das Netzteil mit dem integrierten Empfänger für die Fernbedienung und direkt im Anschluss danach auch schon eine einzelne LED-Leiste folgt, die man dann mit der Fernbedienung entsprechend bedienen kann. Ein RGB-Streifen ist dabei relativ simpel aufgebaut. Ihr habt immer drei weiße viereckige LEDs und danach immer so eine Kontaktfläche mit den Markierungen 12 Volt, G, R und B, also Strom, Grün, Rot und Blau. Kürzt man den LED-Streifen also genau an dieser Stelle, hat man eine Kontaktfläche, um ihn von dort an entweder enden zu lassen, fortzuführen oder aufzuteilen. Eine Frage, die ich schon sehr häufig gehört habe, ist folgende, und zwar, ob es die Möglichkeit gibt, mit einem Netzteil und einer Fernbedienung gleich mehrere LED-Leisten bedienen zu können, und die Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Mit einem solchen Vierfachsplitter könnt ihr zum Beispiel mit einem einzigen Netzteil vier LED-Leisten gleichzeitig bedienen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, einen Zweifach-, Dreifach- oder Sechsfach-Splitter anzuschließen, je nachdem, was ihr vorhabt. Im ersten Schritt der Installation stecken wir nun also unsere Vierfach-Kupfernadeln in den jeweiligen weißen Anschluss. Das Endergebnis sollte nachher so aussehen, dass aus jedem unserer Adapterstücke vier Kupfernadeln rausschauen. Ja, jetzt könnte man glatt meinen, dass man den Adapter nur noch ans Netzteil anschließen müsste und fertig ist die Laube, aber da gibt es noch ein kleines, aber signifikantes Problem. Und zwar haben wir auf der einen Seite unsere abgeschnittenen LED-Leisten, die ihr bitte genau an den Kontaktflächen abschneiden müsstet, und auf der anderen Seite jeweils unsere vier Kupfernadeln, die wir ja gerade so sorgfältig in den Adapter gesteckt haben. Also, was machen wir nun? Um diese Misere zu lösen, gibt es ein passendes Adapterkabel, was diese beiden Enden verbindet. Damit ihr auch das Richtige kauft, findet ihr alles, was ihr dafür benötigt, wie immer in der Infobox unter dem Video. Das Schöne an diesem Kabel ist nämlich, dass wir auf der einen Seite den passenden Anschluss für die Kupfernadeln haben und auf der anderen Seite eine Kontaktklemme, in der ihr im Grunde einfach den LED-Streifen unter die Kontakte schiebt, die Klemme sichert und das Ganze bombenfest hält. Wenn ihr das Netzteil nun eingesteckt habt, sollten alle vier LED-Leisten leuchten. Wenn es wie in meinem Fall noch ein, zwei LED-Leisten gibt, die nicht leuchten, öffnet einfach nochmal die Klemme und dreht die Kontakte auf die andere Seite. Da habt ihr sie wahrscheinlich einfach falsch rum angeschlossen. Das ist ein häufiger Fehler, wenn man diese Klemmen benutzt. Und schon sind wir fertig und haben vier LED-Leisten, die wir über unseren Splitter mit einer Fernbedienung steuern können. Ihr braucht also zusammengefasst im Grunde ein Netzteil, den Vierfachadapter, die Adapterkabel zwischen unserem Vierfachadapter und den LED-Streifen und könnt ansonsten einfach beliebig lange LED-Streifen kürzen und diese mit unserem Splitter verbinden, also für Reststücke etc. ist das Ganze ideal. Die nächste Variante, die ich euch zeigen möchte, sind die Eckverbinder. Und zwar funktioniert es dort genauso, dass wir einfach auf jeder Seite zwei Klemmen haben, unter die wir die LED-Streifen schieben. Und darauf bitte achten, dass jeweils die Symbole, also RGB etc., bei dem Eckadapter und dem LED-Streifen auf der gleichen Höhe sind. Diese Möglichkeit ist perfekt, um zum Beispiel hinterm Fernseher oder hinterm PC-Monitor für eine coole Beleuchtung zu sorgen. Der Aufbau ist bei der Variante wirklich relativ einfach. Wir brauchen keine weiteren Adapterkabel, sondern haben oben links in der Ecke unser Netzteil und den Beginn des LED-Streifens, führen diesen bis zur ersten Ecke, unserem ersten Eckadapter, und schneiden es einfach auf die Länge, die wir es brauchen, führen es mit den drei Eckadaptern um die Ecke und das letzte Stück führt man einfach wieder bis unten und schneidet es dort ab, wo man es abschneiden möchte, und fertig sind wir auch schon. Ich habe die Variante bei meinem PC-Setup selber im Einsatz und bin mit dem Ergebnis mega zufrieden. Ich habe euch die Eckadapter wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das nächste Problem, was man in seinen LED-Streifen haben könnte, ist die Tatsache, dass man zwar sagt, okay, ich habe eine Steckdose am Boden, meine LED-Streifen möchte ich aber irgendwo an der Decke benutzen. Die Kabel, die mitgeliefert werden, sind ja grundsätzlich viel zu kurz für solche Einsätze. Um also zwischen LED-Streifen und Steckdose auch ohne Probleme einige Meter überbrücken zu können, gibt es ein klassisches Verlängerungskabel
2 Meter, 5 Meter oder auch 10 Meter sind absolut kein Problem. Verlängerungskabel haben dabei auf beiden Seiten die exakt gleichen Anschlüsse. Auf der einen Seite ist der Anschluss zum Netzteil kein Problem. Auf der Seite zu den LEDs muss man darauf achten, dass man halt wieder so einen Kupfernadeladapter oben reinsteckt, damit das Ganze auch wirklich hält. Nun haben wir im Ergebnis also genau die Konfiguration, die ich vorher vorgestellt habe, nämlich unseren Vierfachadapter mit den 4 LED-Leisten. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir nun zwischen Netzteil und Beginn der LED-Leisten ein 2,5 Meter langes Verlängerungskabel dazwischen geschaltet haben. Die letzte Konfiguration, die ich euch vorstellen möchte, kommt immer dann zum Tragen, wenn man zum Beispiel eine LED-Leiste zu früh gekürzt hat oder deutlich kleinere Distanzen als 2 oder 5 Meter überbrücken möchte. Und wie soll es auch anders sein? Wir haben also wieder ein Adapterkabel an beiden Seiten, diese Schubklemmen, unter denen wir einfach die LED-Leisten am Kontakt drunter schieben, die Klemme zumachen und fertig. Ihr seht, das Ganze wiederholt sich also ab einem gewissen Grad. Man muss im Grunde nur wissen, welcher Adapter zu welcher Situation passt. Dieses Prinzip lässt sich auch ganz einfach auf sehr kurze Distanzen anwenden. Mit so einer Klammer könnt ihr zum Beispiel 2 zu kurz abgeschnittene LED-Leisten direkt am gleichen Punkt wieder zusammenfügen, ohne ein Verbindungskabel dazwischen zu haben. Auch wieder einfach drunter schieben, auf die Markierungen achten, dass es nicht falsch rumgesetzt wurde, Klammern schließen und schon hat man das Kabel wieder einmal frei zusammengefügt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls noch Fragen offen sind, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich zudem wie immer über einen Daumen rauf, ein Abonnement, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und habe mir auch noch die Mühe gemacht, alle Adapter und Anwendungsmöglichkeiten in der Infobox unter dem Video zu verlinken und nochmal kurz zu erklären, was ihr wofür braucht. Also viel Spaß bei eurem Projekt. Macht's gut. Ciao, euer Marco.